Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner Folge hier bei Kettle und Kopf. Ja, wir bringen unser Roggen Saatgut in die Erde rein. Und werden wir gleich mal Gas geben, ne? Ja, genau. Mit TT. Also eine Art Tempomat. Kann man gerade halbwegs bleiben sie fahren, ne? Und ja, ich habe mir in der letzten Folge noch zwei Felder gegönnt, und zwar hier gegenüber Feld 5 und Feld 7, glaube ich. Etwas kleinere Felder, aber wie gesagt, alles dicht zusammen und somit bei der Ernte, auch bei der Aussaat von Vorteil, weil die brauchen nicht überall hin und her fahren, kreuz und quer fahren. Hier kennen wir uns aus, hier finden wir schnell zurück zum Hof und so, wegen Ausland der Ernte. Ja, Geld ist jetzt knapp, nur noch 14.000. Da muss ich sehen, ob das reicht, ne? Weil ich muss ja noch im Frühling noch eine Sämaschine, Quatsch, eine. Jetzt kommen wir nicht drauf. Eine Erde, einen Drescher mieten. Und dazu müssen wir noch mal ein bisschen Geld behalten, ne? Mit Gruppern und so. Würde ich eher mal sagen, also mit Düngen, muss ich mal sehen. Weil das Gerät kostet ja auch Geld. Das heißt hier mit Gärrest und so. Wenn dafür Geld kriegen würden fürs Gärrest, also wer weiß es, dann wäre das sicherlich sinnvoll. Ansonsten müssen wir einen kleinen Kredit aufnehmen. Bei der Bank. Und dann gleich bei der Ernte auflösen. Dass wir entsprechend hier einen Ertrag vom Feld noch nutzen können. Ne? Da muss ich sehen, wie wir einen Dünger machen. Die Felder sind noch relativ wenig gedüngt. Ob ich da deswegen jetzt ein bisschen mehr reinbringen werde oder wir werden separat mit Düngerscheuer arbeiten, kann auch sein. So. Eben mal wieder an, ne? Das ist auch so eine entscheidende Frage, ne? Ob wir für Gärreste oder für Dünger, für Klärschlamm Geld bekommen würden. Denn im Grunde, die müssen jetzt auch loswerden. Ob sie das wollen oder nicht haben wollen, ne? Das ist ja so. Nur gib Gas. Wollen wir es schaffen, ne? Haben wir das denn noch? Ja, wie wir das am besten machen können, ob ich da jetzt ein paar Folgen im Prinzip jetzt nachher in Zukunft vorausarbeiten, also im Prinzip Anfang, Cut und dann zum Feldende fertig und zum Hof zurückfahren wieder mit reinnehme. Eure Entscheidung, das dürft ihr gerne mal entscheiden im Chat. Kommentarfunktion. Wenn da ein Wunsch dabei ist, dass ich schneiden soll, dann mache ich das. Und wenn kein Wunsch dabei ist, ja, dann nehme ich halt die Folgen so auf, wie es ist. Dann ist halt so gewollt, ne? Da gibt es sicherlich unterschiedliche Meinungen und die Mehrheit halt wird dann entschieden, ne? Muss ich aber dazu sagen, dauert die Aufnahme halt ein bisschen länger, ne? Also nicht die Aufnahme, die ich zeige, sondern im Prinzip, was ich jetzt mache, ne? Dann muss ich zu, ja, ich sag mal, ist theoretisch machbar, ne? Also ob da jetzt heute ist Montag, von der Zeit her 2,5 Stunden ungefähr für alle 7 Folgen. Ja,
Weil da sind es nachher ein paar Stunden mehr, ne? Ja, ist halt so, ne? Nach der Spätschicht ist eh. Ja, bis 1 zu 2 kann man sicherlich locker was machen, ne? Und in der Frühschicht ist immer abhängig, wie ich Montag die Nacht zum Sonntag schlafe, ne? Also wenn ich da richtig müde bin, dann brauche ich nicht antun. Aber wiederum möchte ich aber auch die Folgen immer zur selben Zeit bringen. Ich habe mal so angefangen. Und das möchte ich gerne durchhalten. Solange ich keine Webseite habe, muss man das dann entsprechend eintragen könnte als kleiner Hinweis, ne? Da hat er was nicht gemacht, der Bursche. Na gut. Ist halt so, ne? Schnell fährt er jetzt mit 10, ne? Gas, Junge. Ah, war nix. Mit dem dritten Gang wird das nix. Aber mit dem zweiten. Irgendwie T drücken. Beim dritten Mal halt dritte Gang und dann wieder auf 0. H3. Um die Geschwindigkeit von 12 km/h zu erreichen, müssen wir sehen, ob vielleicht, ja gut, einen neuen Traktor kaufen, der ein bisschen größer ist. Beut zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Aber der packt das auch, ne? Ich habe ja noch einen Traktor, den könnte man jetzt in Not verkaufen, einen kleinen. Ein Betrag für Düngen, ne? Schwierige Entscheidung. Wir werden hier viel düngen müssen mit Feststoffdünger. Also Klärreste testen würde ich aber gerne mal, ne? Ob wir dafür oder Gärreste, ob wir dafür Geld bekommen würden, ne? So. Echt mal testen, wäre gar nicht mal so verkehrt. Da könnten wir ja schon mal die neuen Felder mit auf jeden Fall schon mal wollen wir jetzt die Pferde oder was? Ein ausgebüxt oder das Reh. Jedenfalls wäre es Versuch wert, ne? Ich glaube, wir haben. Ach doch, ist. Das funktioniert. Wir könnten mit dem Frühling mal kräftig Gärreste geben. Hier kann man genau erkennen. Das habe ich mal getellert. Das ist noch teilweise Stroh zu sehen. Aber das Stroh ist ja im Grunde wie Dünger, ne? Das ist ja um Acker geblieben. Ansonsten wäre der Wert für Kalium sicherlich höher. Wenn das so stimmt, ne, wo der Bauer sagt, ne? Aber ich denke mal, da wird er schon wissen. Denn das ist ja ganz wichtig für ihn, dass er das mit möglichst hohen Erträgen mit wenig Düngereinsatz kriegt. Ne? Das kostet ja auch eine Kostenfrage. Ne? Das ist ja nicht nur Vorgaben von der Umweltbehörde immer so, ne? Sondern auch entsprechend fürs Portemonnaie. Ne? So. DT. Vollgas, Junge, Vollgas. Wir wollen was schaffen. Wir haben ja zwei Felder mehr, dann mal ein bisschen mehr Gas geben, ne? Also, das haben wir gerade noch die Hälfte geschafft. Ja, aber muss man sehen, dass wir, wenn jemals einer sagt und vorschlägt, ja, wäre ganz gut, wenn du das schneiden würdest, dann werde ich das mal so machen. Ja, wie gesagt, sobald wir mehr Felder haben und mehr Geld haben,
werden wir auch Personal dafür nutzen müssen, um möglichst viel in der Aussaat zu schaffen, ne? Dünge ist auch noch ein kleines Problem, das geht ja ziemlich schnell, bei 40 Meter schafft es ja einiges, ne? Das ist richtig, was die Geräusche macht. Das klingt aber so. Ich weiß zwar nicht genau, aber wenn ich so eine Sendung gesehen habe mit Jäger und so, die haben nur was verwendet als Lockmittel, ne? So. Wow. Wie gesagt, ist immer schwierig zu entscheiden, ne? Weil die Interessenlage ist verschieden. Ja, ist halt so, ne? Das möchte so sein, ne? Wenn wir alle das gleiche denken würden, wäre schlecht. Aber ich tendiere dazu, das so zu machen, weil sie echt eintönige Arbeiten sind. Aber ich sag mal so, erwarte von Kettle und Kopf nicht das gleiche wie alles, ne? Dass wir gleichzeitig noch Rinder machen können und so, ne? Das funktioniert nicht, weil wir haben hier, entweder wir haben hier einen eingestellt, oder wir haben keinen eingestellt. Wenn wir jetzt Kühe halten würden, oder wir gehen ja nur Mastbullen, und würden sagen, wenn das gehen würde, ich weiß das nicht genau, weil ob man sagen könnte, du machst jetzt hier allein die Tierversorgung, ne? Geht glaube ich nicht, wüsste ich jetzt nicht. Ob sich das noch rentiert, wenn du jetzt jemanden stellen würdest, aber wie gesagt, du musst auch Futter zur Verfügung haben. Ich weiß nicht, ob es reichen würde, ne? Ich dachte, wenn wir einen Notverkauf machen müssen, ne? Dann haben wir das Geld, was wir investiert haben, verschenkt, ne? Das wäre ja ungünstig. 9 Grad wird noch, 10 Grad. Das wird noch gut wachsen, denke ich mal. Werden wir irgendwann auch sehen können. Und heute haben wir. Ich denke mal, heute schaffen wir das alles. Im Tage heute, ne? Also im Ingame-Tag, ne? Aber halt nicht das ganze Feld, das ist unwahrscheinlich. Wir haben ja noch was verkauft vorher die Woche. Dann haben wir uns Sargmaschine, haben wir den, die Genossenschaft gesucht wieder mal, ne? Ja, du musst die Anrichtung gehen, da ist schon mal drin. Und ja, bisschen Zeit verplempert, aber ist halt so. Mal Gas weggeben. Ja, die Felder sind ja ein bisschen kleiner, aber trotzdem muss es gemacht werden. Ne? Also es kostet auch Zeit. Ne? Habe ich hier nicht. Ich habe hier nicht ausgesehen. Oh. Stopp. Ich sehe gerade, wir haben hier keine, wir sehen nichts aus. Düngen ist gut, aber mal gucken. Die Textur muss ich verändern auf jeden Fall, dann ist das auf jeden Fall so. Mal gucken. Ja, was da oben? Jetzt vielleicht, ne? B. Kann man nicht erkennen. Ist aus. Du bist ausgegangen. Kein Bock mehr. So, unten ist er. Ja. Jetzt ja.
Ja, jetzt geht wieder aus der Erde. Hauptsache, wir haben halt nichts übersehen. Obwohl eigentlich. Na, jetzt ist was zu sehen. Texturmäßig muss irgendwas ändern. Ja, Bodenverdichtung, ne? Haben wieder eine Spur rüber. Oh, liebe Schau. Jetzt die Zeit ist gut abgelaufen jetzt. Ich sag mal Tschüss und Schau. Nochmal ein dickes Dankeschön. Und wie gesagt, Kommentarfunktion nutzen für Empfehlung. Entweder durchgehend spielen oder müsste Frequenzen aufschneiden und im Grunde nur das aufnehmen, was ich jetzt im Prinzip Anfang und Ende des der Arbeit halt. Ne? Also der Teil des Feldes ja gezeigt wird, aber den Rest hat nicht. Kommen keine Kommentare. Ist auch okay. Dann wird es halt durchgehend gezeigt. Mehr oder weniger. Vielleicht auch nicht. Bin mir auch nicht ganz sicher. Ja, dann mal Tschüss und Ciao. Ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Ja, mal sehen wir uns morgen wieder. Tschüss und Ciao, Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.